Wie krass ist das denn? Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt bietet der Landkreis Rostock ab dieser Woche ein neues Schülerticket an. Das Besondere an diesem Ticket ist, es gilt allein für den Freizeitbereich. Jeder Schüler, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und einen Berechtigungsausweis auf Antrag erhalten hat, kann dieses Ticket nahezu uneingeschränkt nutzen. Das Ticket gilt grundsätzlich im gesamten Verkehrsverbund Warnow. Das heißt, Sie können das Ticket nehmen bei der RSAG in der Hansestadt Rostock, bei der Deutschen Bahn dürfen Sie es nutzen, immer in der Klasse 2. Sie dürfen es bei Molly nutzen und Sie dürfen es bei der Weißen Flotte nutzen. Also alles, was Verbundunternehmen, Verkehrsverbund beinhaltet. Unter der Woche von Montag bis Freitag gilt es ab 13 Uhr, dann am Wochenende ganztägig, in den Ferien und an den gesetzlichen Feiertagen. Anlässlich der Einführung in der vergangenen Woche gab es unter anderem Grußworte vom Landrat des Landkreises Rostock, Sebastian Konstin, der dieses Vorhaben mit vorangetrieben hat und finanziell fördert. Lobende Worte gab es auch vom Landeselternrat des Landkreises sowie vom Kreisschülerrat. Denn mit diesem Krass-Ticket unterstreichen der Landkreis und die Rebus Regionalbus Rostock GmbH mit ihren angeschlossenen Partnern ihre Ausrichtung für einen familienfreundlichen Landkreis und bieten nebenbei noch einen Mehrwert. Denn gerade Eltern mit mehreren Kindern werden so finanziell entlastet und können auch das Auto öfter mal stehen lassen, wenn mehr Schüler auch in ihrer Freizeit den Bus oder die Bahn nehmen.